Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe genau wie mein Kollege Renz den Versuch unternommen, meine Einstellung zum Betreuungsgeld auch aus meinem persönlichen Erfahrungshorizont abzuleiten. Das ist immer schlecht, mag sein, aber es sind Beispiele, mit denen Sie sich vielleicht auch auseinandersetzen, weil wenn ich, genau, das werden Sie auch ertragen müssen, Herr Dr. Niseri, denn wie gesagt, es gibt genügend Lebenssituationen, die hier in der Debatte überhaupt nicht abgebildet wurden und die es durchaus nicht zu negieren gilt. Und denn ich bekenne mich und ich habe eine Ostbiografie und habe meine Kinder trotzdem selbst lange betreut und würde das jederzeit wieder tun. Meine Tochter war im Säuglingsalter schwer erkrankt und ist nach mehrmonatigem Krankenhausaufenthalt mit einer unklaren Prognose entlassen worden. Ärztlicherseits bestanden, obwohl sie Defizite hatte, sowohl in ihrer körperlichen als auch in ihrer motorischen, als auch in ihrer sprachlichen Entwicklung, keine Vorbehalte dagegen, sie in eine Kindertageseinrichtung zu geben. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Ich habe mein Studium aufgegeben und habe meine Kinder zu Hause betreut. Ich habe nach Rücksprache mit Ärzten und Therapeuten intensiv mit meiner Tochter daran gearbeitet, diese Defizite abzubauen. Und es war ein Betreuungsaufwand, das kann ich Ihnen heute hier sagen, der durch den damaligen Betreuungsschlüssel und auch den heutigen Betreuungsschlüssel in einer Kita nicht hätte abgedeckt werden können. Und das Ergebnis war, sie hat die Einschulungsuntersuchung mit Bravour abgeleistet, mit deutlichen Zeichen einer Unterforderung. Das heißt, auch Eltern sind durchaus in der Lage, ihre Kinder... Die Diskussion ist so gelaufen, aber natürlich, ich stehe hier und sage, es gibt Eltern, die durchaus in der Lage sind, ihren Kindern die Angebote zu machen, sodass sie erfolgreich, das ist hier in der Debatte gefallen, wir können ja gerne mal ins Protokoll gucken. Und dann wird es sicherlich, ja, und dann wird es sicherlich zu solchen Diskussionen kommen, das ist ein ganz, ganz, ganz seltener Ausnahmefall. Das habe ich auch gedacht, ich habe das wirklich gedacht. Ich habe gedacht, das ist gar nicht möglich und das passiert immer nur anderen und es ist ganz weit weg, dass solche speziellen Situationen sich im Leben ereignen können. Ich wurde eines Besseren belehrt, als die Tochter meiner Nachbarin 3 Tage vor der Geburt meiner Tochter an schwerer Muskeldystrophie verstorben ist mit 8 Monaten. Dann auf einmal war mir klar, dass das so weit weg nicht ist, dass es mich persönlich treffen kann. Aber ich habe mich, obwohl es wirklich ganz schrecklich war, denn ich habe das Kind ab und zu auch mitbetreut, dann damit getröstet, dass ich gesagt habe, statistisch gesehen kann jetzt meinem Kind ja nun wirklich nichts passieren. Es kann nicht passieren, dass ich mit solcher Diagnose konfrontiert werden kann. Das habe ich geglaubt, bis ich einige Zeit später dann in der Intensivstation stand und gehört habe, möglicherweise eine schwere Herz- oder Nierenerkrankung oder Meningitis. Dann auf einmal habe ich gewusst, dass die beste Statistik das wahre Leben nicht abbilden kann. Was ich mit diesem Beispiel verdeutlichen will, ist, dass es ganz individuelle und aus meiner Sicht auch vernünftige Gründe gibt, warum sich Eltern ganz bewusst für die häusliche Betreuung ihrer Kinder bis zum 3. Lebensjahr und nur darüber reden wir ja heute entscheiden. Würde ich es wieder tun? Auf jeden Fall, und ich, auch wenn meine beiden Kinder keine irgendwie gearteten Probleme hätten, bin ich der Auffassung, der Staat sollte diese Erziehungsleistung unterstützen. Ja. Und da bin ich wieder bei meinem eigenen Beispiel und das, dann tut es mir leid. Fakt ist eins, ich fand die Debatte sehr einseitig und es wird den Eltern, die verantwortungsbewusst ihre Kinder erziehen, mit Begriffen wie Herdprämie, garantiert nicht gerecht. Vielen Dank, Frau.